Ehrenamt in Sachsen-Anhalt. In einer Halle des Landwirtschaftsbetriebes Michael Meyer in Erdeborn versammelten sich am Morgen des 15. März 2022 Mitglieder der Rotary-Clubs Sangerhausen und Eisleben, um gemeinsam einen Hilfstransport ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet zu bestücken. Jetzt füllen wir noch unseren Lastwagen. Dieser Lastwagen hat 40.000 Mahlzeiten, die heute Nacht starten. Wir haben eine kleine Lücke noch, eine kleine freie Stelle. Und dort gehen weitere Spenden rein, Desinfektionsmittel, Arzneimittel und Dinge, die von unseren Freunden in der Grenzregion wirklich gefragt wurden und gesucht werden. Gemeinsam setzten die Rotarier aus Mansfeld-Südharz mit Unterstützung auch aus Köln, Main und Einbeck-Nordheim die Idee, warme Mahlzeiten für die Geflüchteten zu organisieren, erfolgreich um. Doch ohne Landwirt Meyer und seinen LKW wäre es nicht gegangen. Sagt Ihre Familie dazu? Nein, ach Gott, ist ein normaler Transport. Wir fahren ja nur nach Polen, ne? Also dort ist ja alles in Ordnung, haben dort auch ein bisschen Erfahrung, weil wir schon öfters da gewesen sind. Haben jetzt unsere landwirtschaftlichen Tätigkeiten ein bisschen organisiert, dass wir jetzt die Zeit hier finden, um das machen zu können. Und also wir sind da eigentlich relativ optimistisch gestimmt, weil es auch sehr gut organisiert ist vom Rotary Club. Und ich denke, das wird alles gut verlaufen. Auch diesmal gingen beim Rotary Club bereits viele private Spenden sowie von Vereinen und Schulen ein und halfen so, all die Dinge einzukaufen, die für die Menschen im Krisengebiet wichtig sind. Damit wurden schließlich die letzten freien Stellen im LKW sinnvoll belegt. Und er konnte noch am gleichen Abend starten.